Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avorion zusammen mit Kapitanski Istra. Hallo. Moinsen. Ja, der gute hübbelt hier gleich in den Sektor rein, so wie ich das gerochen habe. Wir warten noch auf ihn und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müssen wir noch exakt einen Forschungssatelliten in die Luft jagen. Dann haben wir es endlich. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Ich habe mir hier einen ganz einfachen Trick zunutze gemacht. Ich bin mit dem Schiff im Sektor stehen geblieben und jedes Mal, wenn der Server neu gestartet ist, habe ich das Ding weggeboostet. Ich habe die Fresse voll vom Suchen, so. Ist das nicht dein Ernst? Ja, natürlich, bist du da, da? Ja. Schöne Stimmt, Grüße. Da liegt sogar ein Wrack, Lul. Kabum. So, na also, geht doch. Bevor wir die nächsten 800 Stunden suchen, so, es war ein Versehen. Welche Ausrüstung? Ich sehe nur Müll. Abschauen wir dich, brauchen wir nicht. Halt, ich bin noch nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich konnte damit drauf schießen. Ja. Übrigens, da kommen noch ein paar Raketen reingeflattert, ne? Der hat ja mal gar nichts. Oh, mit denen, also. Mit denen stehen wir im Krieg. Finger weg von unseren Verbündeten, ihr Affen. So, und schwuppdiwupp haben wir das nächste Xotan-Artefakt freigeschaltet. Ach, ja, war ja mal gar nichts. Hier nochmal ein kleiner Pro-Tipp für die Leute, die es noch nicht wissen. Wenn man P drückt und hier in dem Menü ist, scrollt man ein bisschen nach unten und siehe da, hier gibt es eine Liste, wo alle Artefakte mittlerweile drinnen stehen. So, jetzt haben wir das Artefakt mit den 7 Kratzern drauf. Erzeugt die Energie plus 200% bis plus 400% dank Game Mods und Aufladerate 125% bis zu 250%. Ach, ist das geil, ist das schön. Dann nehmen wir doch direkt von mit, oder nicht? Oder wie? Oder was? Junge, was hast du heute genommen? Zur Info, wir haben es aktuell 12 Uhr. Das ist die erste Folge, die wir aufnehmen. Also ich habe schon wieder mega gute Laune. Ja, ich bin heute Abend zur Weihnachtsfeier eingeladen, deswegen habe ich gute Laune. Du bist heute Abend zur Weihnachtsfeier... Was? Ich bin eingeladen, ja. Oh. Okay. Das heißt, heute Abend Spiel, Spaß und Spannung. Oh, und viel Alkohol. Nee, ich muss morgen früh um 9.20 Uhr wieder unterwegs sein. Also dann muss ich schon am Ziel sein, also ich fahre um 8 Uhr los, also... Nee. Also viel mehr Alkohol. Nein, ach, das wird alles ganz normal. Ja, ich kenne dich doch. Ach, ich mach's. So, gut, dann haben wir das Ding auch. Was müssen wir da jetzt noch machen? Die 4 müssen wir noch platten, ne? Wir müssen auch den Händler machen. Den Händler habe ich schon, das habe ich schon gekauft. Was? Klar. Bin doch nicht von gestern. Das habe ich zwischendurch gekauft, als ein Sektor reingehüpft ist. Ich habe gedacht, ach komm, der nimmt's mit. Der lächelt so freundlich. Geisteskrank. Ja, Mann. So, gut, okay, alles klar. Map. Show Overlay, die Bosse. Bossvox haben wir, die KI haben wir, das mobile Energielaboratorium haben wir. Das heißt, es fehlen nur noch die 4. So, jetzt muss ich einmal kurz das Spiel minimieren und meinen Browser nebenbei öffnen. Mann, ich bin ja wieder vorbereitet heute. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Kommst du in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Ja, Istra, was meinst du? Wollen wir kurz mal Operation Exodus machen, oder? Mal eben so. Ja, tja. Also irgendwie bin ich doof. Ja gut, ich nehme dich jetzt mit auf die Reihe. Ich bin zu doof. Ich nehme dich jetzt mit auf die Reise. So, irgendwo konnte man sich Missionen anzeigen lassen. Zeige die angepinnte Mission. So, jetzt haben wir die nämlich hier auch. Torverbindung lassen wir drin. Benachrichtigung auf der Galaxiekarte lassen wir auch drin. Wir gehen auf I. Nee, wir gehen wieder auf P, weil wir Mission machen wollen. Dann gehen wir auf Mission und sagen Operation Exodus und pinnen uns die einfach mal an. So, wir fliegen. Oh Gott, ist das alles weit weg.
Das habe ich auch schon mitbekommen. Scheiße. Also, 326 und minus 48. Wo sind wir denn? Wir sind bei 100. 132. Sind minus 139? Also, minus 139 und 131. So, Schiffe bitte begleitet mich wieder. Oh, Schiffe bitte begleitet mich. Mit einem Schiff ist bei Schiffe bitte begleitet mich auch immer geil gesagt. Ne? Wer hat, der kann. So, dann hübbeln wir da einfach mal rüber. Was denn? Nichts, bei mir sind gerade von rechts Rohstoffe reingekommen. Ich habe keine Ahnung von wo. Aber wahrscheinlich vielleicht noch irgendwo so ein Astro oder so eine Leere gelutscht hast. So, Mission aktualisiert, Operation Exodus. Ja, läuft doch. Kommst rüber oder was? Wo fliegst du nur hin? Hab ich dir schon einen Chat gepostet. Soll ich mich nochmal anbiegen? Naja, alles gut. Okay. Gefunden. Gut, dann sammle ich schon mal den... Och Mann, ich hasse es. Hab ich in den Chat gepostet. Der bitte, Hippe. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen Stift und einen Zettel. Regie, haben wir noch einen Zettel irgendwo? Hätten wir noch einen Zettel irgendwo, Regie? Ich brauche mal schnell einen, ich muss was mutieren. Ah, du machst wieder hier den Mega-Cheat, oder was? Ist hier unaktualisiert, aber warum? Ich sag vielen Dank. So, also, Vorcode. Ja, weil du musst den Satelliten jetzt ansappeln. Ich weiß nicht, ob wir denselben Code kriegen. Schreib ihn lieber auf. Ja, ich krieg ihn nicht rein. Kriegst du ihn nicht rein? Nein, ich krieg ihn nicht rein. Ich muss hinfliegen. Drückst du das, wieso machst du das nicht über die Endtaste wie Nordpol? Ach, strategischer. So. Genau, die strategische Ansicht. A ist gleich 6E. Ja. Hast du denselben? Ja. Alles klar, vielleicht, weil wir in der Gruppe unterwegs sind. Und wir haben neue Koordinaten gekriegt. Wir sollen weiter zu einem neuen Sektor. Minus 194, 161. Alles klar. Wird er auf der Karte markiert mittlerweile? Minus 194? Ja, wird er. Boah. Oh, lol. Ab jetzt wird er auf der Karte markiert. Okay, krass. Jetzt geht's automatisch los. Das heißt, da hüpfen wir dann einmal hin. Und mit zwei Sprüngen. Dabei. Die Folge hier wird ein bisschen länger. Wir ziehen Operation Exodus auf jeden Fall auf die schnelle Welle noch einmal durch. Dann haben wir die beiden Missionen nämlich fertig, weil wir geben jetzt Gas, dass wir in die Mitte kommen. Das ist ja interessant. Vorteil für euch, ihr verpasst nicht ganz so viel Progress. Weil ich zwei Folgen am Tag hochlade. Katsching. Katsching. Katsching macht. Katsching. Oh, ich mach mich schon wieder so viel räuspern. Ich sauf nochmal einen Schluck, was? Okay. Ah! Darauf gönne ich mir erstmal meinen Möwenpick Cappuccino. Ich werde auch noch zu so einem Snob, ey. Ist so. Irgendwann sitzt er da auf seiner Veranda auf der Ranch, weil er sich ins Ausland abgesetzt hat, mit seinem importierten Möwenpick-Cappuccino. No. Und hasst einfach alle Menschen. Genau. Okay, die nächsten Koordinaten sind auch schon da. Minus 245, 158. Also, wir laufen auf jeden Fall nach oben links in die Ecke, so wie es aussieht. Du warst ganz oben rechts in der Ecke, ne? Ist immer noch 6E, ne? Ja, ja, 6E bleibt. Okay. Dann mal gucken, wie... Ach du Scheiße, wie komme ich denn da jetzt wieder hin, ne? Ich
Kann ich den Reisemodus aktivieren und sagen, hier fliege ich mal rüber da. Eine Minute, komm, das schaffen wir. Boink. Meine Schiffe sind im Reisemodus. Okay. Was ist da los? Sprung nicht möglich, Befehle werden abgebrochen. Und Sektor 245, 158. Hä? Oh, das hat's ja dann gebracht. Ich bin auch im Reisemodus. Wieso sind meine Schiffe dann da... Oh lol. Was denn? Das ging ja sehr schnell. Das ging ja insane schnell. No, ich bin auch in zwei Sprüngen da. Sprung nicht möglich, wird abgebrochen im Sektor. Okay, nehmen wir. So, wo ist dieser hässliche Satellit? Zu Papi. Komm zu Papi. Danke. Das bei mir ja relativ schnell gehen. Ja, du hast ja zum Glück keinen Ladebildschirm. Zumindest nicht wirklich. So, 281, 205. Also war der nach oben links oder was? Yep. Wo ist denn der? Drücken Sie die Envy-Nordpol-Taste und Sie werden das herausfinden. Also ich hüpf mal hier hinten in die Ecke rein. Oh, Moment, 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 Moment. Torpedo-Fregatte begleiten bitte. Oh, Glück gehabt. Spring weg und mein Schiff im Sektor so, hallo, ich hab das Ziel verloren, wo bist du? Wenn ich N drücke. Ja, und dann kommst du in die strategische Ansicht und kannst da langsam reinscrollen. Digga. Was geht? Ich frage mich gerade eher, ernsthaft? Hier vorne kommen wir immer größer rüber rein. Scheiße. Ich suche ja immer noch eine Möglichkeit, über diesen hässlichen Riss hier vorne rüber zu kommen. Hässlich. Du bist so hässlich, was? Die Route ist zu kurz, was? Warum liegt denn hier ein Wrack? Hast du den getötet oder was? Oh, das sehe ich jetzt erst. Nö. So, das ist eine Station. Ist ja lustig. Was hatten die drin, ne? Wollen wir mal ran? Keine Ahnung. Hier ist nichts. Kann man die übernehmen? Wenn man dicht genug ranfliegt? Sieht irgendwie komisch aus, ne? Okay, was passiert, wenn ich meine Waffen aktiviere? Okay. Boah, leck. Brauchst ein bisschen Eisen, wenn ja, dann halt mal rein. Geht nicht, du hast die Station gerade auf meine Schnauze geschubst. Die wollte halt auch mal andippen, ich kann da auch nichts für. Du hast mich angetippt. Ach du Scheiße. Okay, da ist nur Eisenmetall. Jo. Was ist denn das für ein... Okay, da oben kommst du durch. Komm mal oben durch, sagst du? Ja. Bin doch mal weg. Tschüss. Hüpf du mal vor, ich komm hinterher. Und, komm mal da oben durch? Ja. Echt? Ja. Oh, lol. Ja, dann direkt rüber da. Ich komme schon. Geronimo. Hup, hup. Hubschrauber-Einsatz. Hup, hup. Hallo. Ein Schiff sieht immer noch aus wie ein Staubsauger. So. Ich freue mich schon darauf, demnächst das nächstgrößere Schiff hier zu bauen und Flotte aufzubauen. Und das wird cool. Das wird auf jeden Fall cool. Es ist noch Großes zu erwarten. Okay, was müssen wir jetzt eingeben? Achso, wir müssen zu den nächsten Koordinaten. Genau, ich bin noch auf dem Weg zu dir. So. Bin da und dann schauen wir da mal. Oh ja, ich fahre schon mal zum letzten. Zum nächsten. Ah, das Fragment hast du dir aufgeschrieben, den Code? Nö. Okay. Ja, wir sind in steht doch oben rechts. Wir sind ja in der Gruppe drin. Ich schreibe mir die trotzdem vorsichtshalber einmal auf. Ach. Das ist so eine kleine Sicherheitsmaßnahme meinerseits. Ich vertraue dem Ding. Vertrauen ist gut. Wir haben exakt dieselbe Sprungreichweite. Ich starte 5, 4, 3, 2, 1 und start.
Wir haben exakt dieselbe Sprungreichweite. Weißt du das eigentlich? Echt? Ja, weil genau da, wo du rausgekommen bist, genau da ist das Maximum, wo ich springen kann. Ja, ist doch voll praktisch. Also, mega. Und wir fliegen zwei unterschiedliche Schiffe, wohlgemerkt, ne? Ja, aber wir haben wahrscheinlich das gleiche Ding dann drin, ne? Ja, aber wenn du jetzt Hyperraumblöcke drin hast, kannst du ja weiterspringen wie ich. Eigentlich. Hab ich ja, aber... Nee, hab ich nicht, bei dem nicht. Ich glaube, der hier hat auch keine drin. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich kann da mal reingucken. Brauche ich aber auch nicht. Baumodus, Ansicht, alle Blöcke. Brauche ich aber auch nicht. Oh doch, er hat Hyperraumkerne drin. Das reicht doch. Ich werde das bei meinem Schiffchen später ein bisschen anders machen müssen, weil ich ja möglichst viel Sprungreichweite brauche, wenn ich hier einen auf Attentäter mache. Freelancer und Auftragskiller, das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Was sagtest du gerade? Ich sag Freelancer und Auftragskiller, wieso? Auftragskiller? Natürlich. Du bist der Auftragskäse, der Killer. Der Auftragskäse, Säge. Du bist, du oder ich bin der Auftragskiller. Weil du hast am Anfang gesagt, du machst den Freelancer. Ich mache auf jeden Fall den Freelancer. Dann habe ich zwischendurch gesagt, okay, alles klar. Und wenn irgendjemand irgendein Problem mit der Fraktion hat, lasse ich mich bezahlen und dann ist sie weg. Also Auftragskiller auch. Ja, mach's mit, oder? Hä? Auftragskiller sind immer alleine. Ja, natürlich. Nein, sind sie nicht. Guck dir Star Wars an. Oh, wie heißt der Typ mit seinem Helm und dem Blaster? Oh Gott. Wer ist er denn hier? Boss Fox! Ach komm, den nehmen wir mit, komm. Du machst mir keine Angst. Und was willst du von mir? Gibt es eine dritte Option? Gibt es wirklich keine dritte Option? Warum gibt es keine dritte Option? Bam! Tschüss! Wir haben ein Problem. Wieso? Wir kommen nicht weiter. Was? Brech ab das Ding. Wir kommen nicht weiter, das gibt's doch gar nicht. Ah. Naja, haben wir doch mal schnell das Upgrade von ihm hier gegönnt. Bewaffnete Geschütze plus 10 bis plus 20. Abbrechen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Achso, ach, in dem Sektor ist der Satellit. Oh, ups. Ey, was ist denn los? Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist nicht dein Ernst. Da müssen wir hin. Da, wo du bist, müssen wir hin. Ach du Scheiße. Du kommst da nicht hin. Wieso kommst du da nicht hin? Du kommst da nicht hin. Und. Da ist. Hüpf. Wir gucken uns das ganze Dilemma gleich mal an und schauen mal nach, was da los ist. Kommst du da nicht hin? Was haben wir denn hier? Du hast einen Transporterblock, aber dir fehlt. Ich habe auch keine Jäger drauf, Leute. Er hier hat die Jäger drauf. Apropos. Du kommst doch nicht hin. Ja, das haben wir erfolgreich vernommen. Also, wenn du hinkommst, sag mir wie. Ich befinde mich aktuell noch... Ach, scheiße, der springt doch nicht... Ich wollte gerade sagen, springt er nicht automatisch? Was ist da los? So, jetzt gehen wir wieder zurück in unser Main-Schiff. Sappeln den Satelliten einmal an. A ist 6E, B ist 99. Ja, herzlich willkommen. Ja, bla bla bla. So. Dürfen wir einfach mal hier oben hin? Dieser Sektor wird von einer feindlichen Fraktion angegriffen. Ist mir scheißegal. So ein bisschen, ich bin sowas von weg. So ein bisschen am Rumrätschen ist er ja schon, ne? Gar nicht! Kann es sein, dass Kaffee dich aggressiv macht? Ich habe noch gar keinen Kaffee getrunken. Hast du nicht gesagt, dass der Möwen-Cappuccino drin ist? Ja gut, aber das besteht ja mehr aus Milch. Aber es ist Kaffee enthalten.
Oh, das schmeckt echt lecker. Nochmal die Frage. Kann es sein, dass koffeinhaltige Getränke dich aggressiv machen? Nein. Okay. Schade. Was? Warum bist du so zu... Ach, ich weiß es nicht. Ich hab dir doch nichts getan. Ich hab dich einfach gern, vielleicht liegt's daran. Oh. Wie kann man ihm da böse sein? Ja. Aha, aha, aha. Dann hüpfen wir doch mal oben hin. Was gibt's denn hier im Sektor Hübsches? Oh, jede Menge. Brauchst du noch Eisen? Also, ich hätte hier einen Sektor. Ey, den nehme ich gar nicht erst ein, den Asteroiden. Hier werden wir wahrscheinlich nie wieder hinfliegen. Also, falls irgendjemand einen einnehmbaren Asteroiden sucht. Ich versuche gerade hier irgendwie rüberzukommen, aber irgendwie. Also, falls irgendjemand einen einnehmbaren Asteroiden sucht, minus 383, 348, da könnt ihr euch einen Asteroiden wegsnacken. Aber irgendwie finde ich hier keinen Weg rüber. Ja, herzlich willkommen. Ey, das Ding wird auch angegriffen von einer feindlichen Fraktion. Alter, jetzt reicht's aber, ey. Du hast dich wahrscheinlich mit den richtigen Leuten angelegt, ne? Ja, ihr wolltet es so. Ihr wolltet Krieg, ihr kriegt Krieg. Kühl doch mal an deinen Hyperraum ab hier, das nervt auch Tschüss. Nur. Tschüss. Ja, 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 jetzt haben wir Krieg. Ist okay, hier, kommt, nimm, friss meine Waffen. Tschüss. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe. Diesen Einsatz werden wir nicht vergessen. Sie können uns nun als Verbündete. Danke! Die Lache, ah, schön. Die Lache ist wirklich insane. Ah, geil. Sie können uns nun als Verbündete sehen. Okay, das will ich jetzt mal ausprobieren. Geht das wirklich? Oh ja, krass. Auf Anhieb. Das ist ja lustig. Die waren schlecht, jetzt sind sie gut. Mega. Kriegserklärung. Also? In dem Gebiet? Ihr habt eh keine Chance. Ihr habt angefangen. Du hüpfst mal bitte. Würdest du viel lieber interessieren, wie wir hier rüberkommen? Guck mal. Bist du da? Ich komme über den Riss nicht rüber. Also hier oben, wo ich lang gesprungen bin, komme ich zumindest schon mal über den ersten Teil vom Riss rüber. Der macht noch einen Ausläufer. Es wird echt Zeit, dass dieser verdammte Hyperraum-Cooldown weniger wird. Oh nein, ich hab's geahnt. Och, warum hab ich die angegriffen? Ja, sind sie direkt im Nachbarsektor. Die sind auf der anderen Seite. Interessant. Was ja, ich versuche mal durchs Tor zu fliegen, auch wenn ich glaube, mein Schiff ist zu groß fürs Tor. Du solltest eigentlich durchkommen, wenn ich das noch... Warte mal, ich guck mal nebenbei auf den Server. Oh Gott, ich bin größer als das Tor. Ich überlege gerade. Also normalerweise... Oh Gott, was denn hier? Passt nicht. Was ist er denn da? Was wollt ihr? Ich bin zu groß. Ach, Gesetzlose. Ich bin zu groß, ich komme nicht rüber. Und bist du fett für die Welt? Ja. Schlecht. Shit. Und jetzt? Ja. Ich fliege von der anderen Seite ran. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich bin zu groß. Oh, ich bin zu groß. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo man rüberkommt. Aber ich bin trotzdem zu groß. Das ist doof. Also nimmt er die Drohne sprickhändisch weiter. Das Schiff kommt ja nicht weiter, das ist ja doof. Und ich springe mitten ins feindliche Gebiet. Ah, das ist dezent gesagt nie eine gute Option. Na. Ich guck mal nach. Ich spring mal von der anderen Seite und irgendwie einen Weg rüber. Nee. Ach Mann, ernsthaft. Ich habe ja immerhin keinen Cooldown. Die Sprungberechnung dauert länger, als mein Hyperraum abkühlt. Toll. Ne. Ja, ich finde zumindest keinen Weg rüber.
Risse im Raum Zeitgefüge blockieren den Weg in den Sektor. Das ist schön. Also schön ist das nicht, aber es lässt sich nicht ändern. Kannst du nicht mal irgendwie hier irgendwie in die Richtung hier hinfliegen oder so? Torpedofregatte wurde kein Gebiet analysiert, was? Verdammt. Wir müssen unsere Schiffe kleiner machen. Ich schicke dir schon mal meine Torpedofregatte zur Unterstützung ins System. Hier hinten brauche ich die sowieso nicht. Ach nein, ach nein. Was? Ach, guck doch mal eine an. Ja, hier hinten kommt man rum. Ja, bin gerade auf dem Weg zu dir. Was war denn das? Oh, hier war eine Station. Bist du reingeflogen, oder was? Ja. Ups. Kannst direkt hier hinspringen. Oh Mist. Ich hatte Ladebildschirm. Ja, hier war eine Station. Ja, ballert erstmal die Station aus dem System raus, ey. Die ist geplatzt. Ups. Das tut mir echt leid. Hätte ich Gefühle, würde ich euch bemitleiden. Hab ich. Verdammt. So, Torpedofregatte, du reist schon mal hier hin. Oh ja, hier kommst du echt durch. Geil. Ey, da mussten wir hier einmal komplett außen rum hüpfen, oder was? Na. No. Wie räudig ist das denn? Richtig räudig. Wenigstens gibt's hier Xanion ohne Ende. Hä? Wenn wir gleich richtig? In dem richtigen System angekommen sind, dann kriegen wir Xanion ohne Ende. Ach so, ja, das stimmt. Vorausgesetzt die Wracks droppen. Oh, was ist er denn hier? Ich bin in einem des... Ladebildschirm. Die Arme wurden einfach zerlegt und ich habe noch nicht mal was gesehen, weil ich im Ladebildschirm war. ja. Geil? Was denn? Man kommt da wirklich nicht weiter? Ich bin hier in der Ecke, ich komme nicht rüber. Na, man kommt nicht rüber. Man ist direkt einmal rübergesprungen, komplett. Mhm. Also wir sind komplett beide außen rum. Ja, wir müssen da irgendwie rein. Schick mir mal den Sektor rüber, wo das Tor ist. Da. Ist das Schiff echt zu klein? Zu groß. Zu groß. Wie assi ist das denn? West. Nie ohne Seife waschen. Okay, das ist West. Ist das der Sektor, wo du gerade drin bist, oder was? Ja. SE, Südost, nie ohne Seife. Okay, das müsste das da sein. Aber das bin zu groß. Also hier würdest du rüberkommen. Alles klar, ich bin auf dem Weg zu dir. Ja, was heißt rüber, ne? Also, ich meine, vielleicht kommst du ja durch. Also, ich... Ja, nicht. Mein Schiff ist zu groß. Ich stehe jetzt mitten im Tor. Ey, guck mal nach. Blockier es jetzt, so. Kommt keiner mehr rein. Gleich kommt von der anderen Seite nur so eine XXL-Hand, weißt du, greift das Schiff und... Ja, komm mit. Okay. Ich hab meine Tabletten vergessen. Oh, wo ist er denn? Da unten ist er. Ja, easy snack, pass ich da durch. Komm, es sieht irgendwie lustig aus. So, pass auf, ich mach bei mir auf dem Schiff einen Sitz frei, wir fliegen gemeinsam durch. Er sieht doch lustig aus. So, Pilotensitz ist fertig. Wir können nicht gemeinsam rüberfliegen. Wieso nicht? Wenn du bei mir einsteigst. Nein, Mensch, es funktioniert doch nur, wenn wir in einer Ellie sind. Das hatten wir doch schon.
Ja, dann machen wir das Kosa Ali auch und dann mache ich sie wieder dicht. Ist doch scheißegal. Nein. Ich mache jetzt was anderes. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Oh, ist das räudig, ne? Ey, Digga, da kannst du mit der Drohne rüberhüpfen. Und die Allianz ist feindlich, ne? Weil das ist, hier bin ich. Gerade rausgekommen und hier vorne ist das Dings. Da ist das nicht. Und hier vorne ist das Ding, sag ich. Da kannst du problemlos mit der Drohne rüberhüpfen. Ich hüpfe jetzt mit der Drohne rüber. Mein Schiff lasse ich einfach stehen. Mit einem Sprung. Brauchst du nicht mal irgendwie zwei oder dreimal springen. Einfach nur Drohne durch, auf der anderen Seite rüberhüpfen. Warum stehe ich mit der Drohne 40 Kilometer weg? Mein Schiff ist doch nicht niemals so groß. Vielleicht ja doch. Lol. Ich musste echt mit meinem großen Schiff ranfliegen. So. Okay, das Schiff ist doch schon ganz schön groß. Podfragment A6E. Bleib bei A6E und B99 anscheinend. Jetzt fliege ich mit der Drohne hier lang. Wie geil ist das denn? Moin. Direkt feuerfrei und rüber da. Schnappen wir Tiger. Nö, die sind freundlich. Also, neutral. Ja und, was soll jetzt hier sein? Bist du beim Sender angekommen? Was für ein Sender? Ich hab hier keinen Sender. Nee, du musst doch noch hier rüber hüpfen. Du musst doch noch deine Mission machen hier. Hier vorne ist dein Sender, wo du hin musst. Ich hab hier keinen Sender. Ja, nicht in dem System, wo du gerade bist. Ach so, da vorne. Du musst doch deine Mission machen. Hast du es vergessen? Ah, wir machen doch Operation Exodus. Deswegen wird die Folge doch extra lang. Ja, ich bin irgendwie verplant gerade so. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, dann machen wir das ganz einfach. Wir machen an der Stelle hier einen schnellen Cut, weil ich nicht weiß, wie lange die Mission noch dauert. So, dann haben wir 32 Minuten und ja, den Rest kriegen wir dann, ja klar. Ey, Digga, sonst schippen wir gleich eine Stunde durch die Gegend. Das weißt du, ne? Oh, Mann. Okay. Also, wir sehen uns gleich wieder. Liken, also, Abo da lassen, ey. Nicht vergessen. Ja, genau. Hauptmann raus da. Und, tschüss. Tschüss.